Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Chaos auf... Ich sag schon Chaos auf Deponia. Goodbye Deponia, es ist Chaos auf Deponia. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Wir besorgen euch das und dann guckt da mal. Wir gucken mal hier. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp! Zu spät. Okay. Hallo. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt. Und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich... Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin nicht abergläubisch. Erzähl deine Spukgeschichte jemand anderem. Liebend gern. Wenn du dann so freundlich wärst, die Tür frei zu machen. Du hast hier drinnen nämlich nichts verloren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin ja neugierig. Ich bin, okay. Ich bin nur neugierig. Ein dunkles Zimmer, ein Typ unter einem Laken, ein kleines Loch in den Nebenraum. Ich sagte doch, ich bin ein Gespenst. Darf ich dir dann wenigstens beim Spuken zugucken? Nein, verschwinde endlich. Ich möchte von niemandem gestört werden. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Was bin ich denn? Ich bin der Hotel-Exorzist. Ich bin der Hotel-Exorzist. Bitte stellen Sie umgehend alle Spukaktivitäten ein und verlassen Sie langsam und geordnet die Sphäre der Lebenden. Also meine. Das kann ich leider nicht. Verstehe. Den Spruch habe ich schon öfter gehört. Du bist eine dieser rastlosen Seelen, die dazu verdammt sind, auf Erden zu wandeln, bis sie Erlösung finden. Sind wir das nicht alle irgendwie? Nö, ich nicht. Ich werde nämlich morgen diesen trostlosen Planeten verlassen. Glückwunsch. Warum übst du nicht schon mal mit diesem Zimmer? Du hast hier drinnen nämlich nichts verloren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Ach so, okay. Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Nettes Laken. Nettes Laken? Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Nettes Laken. Darf ich mal das Licht anmachen? Ja. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Nein. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch! Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Laster, Kanister. Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Alter.
Sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Okay. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Na, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich. Und wie willst du dann... Ich dachte... Oh Mann. Okay, das, Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Okay, Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham, natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Ist, ja. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausschaut. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht Alter. Um das Lachen. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ja, ich geh dann mal. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Okay, Loch. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Ich glaube, er kann sich nicht entscheiden. Nach draußen. Hey, bleib da. Ich, ja. Kannst du... Okay, ist hier noch was? Geschirr? Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und? Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Es ist, ja, Fischmesser, okay. Ich gehe dann mal, ne? Mach's gut. Strange Typ, komischer Typ. Schrank. Okay. Kopfkissenbezug. Okay, sonst gibt es da nichts. Was ist das hier? Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, elf mich nicht nach, du. Moment mal. Ich kenn dich. Du bist... Ach, Quatsch. ...sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen?
Nichts? Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Okay. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Okay. Was auch immer. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer willkommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten. Da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, Bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Louis? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Der Schrapnell. Dieses Spiel. Und Scheiße, das ist so durch. Wohnt ihr auch an der Schrapnellküste? Seid ihr ein Schrapnell? Schreibt's in die Kommentare. Oh Gott. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug "Das Ende ist nah" eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Sag bloß. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menetekel. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum? Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum? Ich weiß nicht, von wem du redest. Naja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf den Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Die Welt wird heute nicht untergehen. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Ha, dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Okay.